Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt in Hamburg 2024. Am vergangenen Wochenende wurden hier viele spannende Projekte realisiert, die jetzt hier live auf der Bühne und im Stream präsentiert werden sollen. Vorweg beantworten wir noch eine Frage: Was ist Jugendhakt eigentlich? Jugendhakt ist ein Förderprogramm. Wir möchten 12- bis 18-jährige Menschen motivieren, ihre Begeisterung für Technik auszuleben, einen Raum zu finden, sich zu experimentieren, Selbstwirksamkeit zu erfahren und neue Dinge zu lernen. Das Ziel dabei ist, dass wir euch, die hier sitzt, einen Raum geben, in dem ihr mit Code die Welt verbessern könnt, Farbe nutzen, um sie zu bereichern oder einfach nur flauschige Wolle schaffen. Diese Veranstaltung hier in Hamburg gibt es jetzt seit 2015 und hat zum 9. Mal stattgefunden. Jugendhakt insgesamt gibt es seit 2013. Bevor wir uns jetzt zu sehr in diesen Details verlieren, es geht hier schließlich um die Projekte, fangen wir direkt an mit der ersten Gruppe. Eine Gruppe, die eine Chance bieten möchte, moderne und historische Musik kennenzulernen. Herzlich willkommen, Timebeat. Hallo und willkommen zu unserer Präsentation. Heute stellen wir euch vor, was genau wir über dieses Wochenende genau gemacht haben. Wie ihr schon seht, sind wir eine recht sehr große Gruppe. Die werde ich jetzt euch vorstellen. Einmal den Gabriel, die Varisana, Pablo, Clara, Ruben, Nick, Vadim, Liora da hinten, Sophie und ich, also Ile. Und was genau was es ist, wird jetzt euch Vadim erklären. Genau, wir haben uns überlegt, dass wir eine Webseite entwickeln, auf der man eine Karte sieht, wo man die einzelnen Länder anklicken kann und über deren kulturelle Musik, aber auch beliebtesten Lieder erfahren kann, also die meist abgespieltesten, aber auch die bekanntesten aus dem Land. Um das umzusetzen, haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, einmal in Frontend und einmal in Backend. Dabei haben wir im Bereich Frontend vor allem im HTML und CSS und JavaScript-Bereich viel dazu gelernt. Und im Bereich Backend haben wir uns mit dem Datenformat JSON beschäftigt und in dem Bereich JSON und Python viel dazu gelernt. Das hier war unsere erste Skizze. Da haben wir, also hier ist die Karte. Da kann man irgendwo, also hier ist das Menü noch. Da kann man reinzoomen, rauszoomen und da kann man dann irgendwo auf ein Land klicken. Und dann kommt man hier in so ein neues Fenster und da steht dann zum Beispiel die, also dann stehen da die Lieder von den Künstlern. Und man kann auch bei der Suche ein bestimmtes Jahr direkt raussuchen. Und da zu diesem Jahr werden dann verschiedene Lieder und so gezeigt. Was eigentlich ist das Front- und Backend? Das Frontend ist die sichtbare Benutzeroberfläche einer Anwendung, auf der der Nutzer Funktionen und Features nutzen kann und diese angezeigt bekommt. Auf dem Backend liegen die ganzen Daten, welche ausgegeben werden können und wo Berechnungen stattfinden, damit alles auf dem Frontend schön dargestellt wird. Im Backend haben wir Python genutzt und gewebscraped und dafür haben wir Requests und Beautiful Soup genutzt, um die Daten dazu zu extrahieren. Und diese haben wir dann in JSON formatiert. Ja, was für Technologien haben wir denn verwendet, um wie heißt das nochmal? Unser Projekt. Timing zu schreiben. Fürs Frontend haben wir HTML, CSS und JavaScript benutzt.
Und fürs Backend haben wir Python verwendet. Alles wurde geschrieben und programmiert im Visual Studio Code, einer Entwicklungsumgebung. Ja, unsere Demo. Hier. Und zwar hier ist die Karte. Da kann man auch rauszoomen, reinzoomen. Und da ist das Menü links. Und wenn man, also ja, genau. Und man kann da bei der Suche Sachen reinschreiben. Und man kann auch auf Charts zum Beispiel drücken. Dann kommen, wir haben erstmal zwei Länder gemacht. Wenn man auf Deutschland klickt, sieht man verschiedene Charts davon. Also von den Künstlern, von verschiedenen Künstlern, das Lied, wie das heißt und das Jahr. Dann kann man auf Home drücken und dann kommt man wieder zurück. Ja. Ja, unser Ausblick, also beziehungsweise unsere Zukunft für die unsere vorgesehene Zukunft für diese Website sind einmal die mobile Funktion, also dass es halt auch auf mobilen Geräten funktioniert, diese Website, und auch die Kommentarfunktion. Das heißt, wir werden eine Art Forum in dieser Website stellen, wo viele Leute aus verschiedenen Ländern deren eigenen Ereignisse und Meinungen reinschreiben können. Und nochmal ein großes Dankeschön an alle Mentoren und Mentorinnen, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben. Ja, das war's mit unserem Projekt. Vielen Dank. Vielen Dank, ein mega cooles Projekt. Ich habe eine Frage an euch. Ihr seid eine riesige Gruppe, ich glaube, ihr seid 10 Leute. Wie habt ihr geschafft, so zusammenzuarbeiten, dass ihr am Ende ein Projekt habt, das funktioniert? Die Idee war ziemlich groß. Die Idee war berühmt bei Leuten. Und wir haben uns gedacht, dass wir, also wenn wir ein großes Team sind, dass wir uns in zwei verschiedenen Ebenen aufteilen. Einmal die Leute, die Daten machen und einmal die Leute, die Design machen. Also quasi hinter der Website und die Leute, die Website designen. Und dann haben wir uns halt jeweils in fünf Leute pro Gruppe eingeteilt und so haben wir es dann gelöst. Sehr gut, vielen Dank. Dann darf jetzt die nächste Gruppe aufbauen, während die andere Gruppe abbaut. Und ich erzähle euch währenddessen was über JugendHackt. JugendHackt gibt es nicht nur in Hamburg, JugendHackt gibt es in ganz Deutschland und in der Schweiz dieses Jahr. Die nächsten Events, da kann man sich sogar noch anmelden. Das wäre München, Berlin, Dresden und ich habe noch was auf meiner Liste stehen, Luzern. Also wenn ihr Lust habt, dahin zu fahren, die Anmeldungen sind noch offen, sind alle noch dieses Jahr. Und die nächste Gruppe baut noch auf, das heißt, ich warte, ich rede noch ein bisschen, ich überbrücke. Sehr gut. Die nächste Gruppe hat eine Lernplattform für Elektronik gebastelt, die sie uns jetzt gleich zeigen werden. Hi und herzlich willkommen zu unserer Präsentation. Wir sind die Gruppe vom Alpagocci und ich bin Helena. Jona. Wir haben eine ganz große, sehr grobe Skizze gemacht am Anfang und darüber erzählen wir uns im Laufe der Präsentation. Und zwar waren wir ein Team und wir hatten eine Version, und zwar allen Menschen eine elektrotechnische Bildung ermöglichen, die soziale Interaktion dieser Menschen und die Menschen generell untereinander zu stärken, Selbstbewusstsein schaffen durch Selbstwirksamkeit, hey, ich habe etwas geschafft, ich bin wer und ich kann auch was, Nachhaltigkeit durch hochwertige Bildung. Der Prozess war, wir wollen diverse Alpakas designen und es soll eine Klemmfunktion geben mit Krokodils, also
klemmen und es soll eine Löt- und Steckfunktion sein. Wir haben hier zwei Steckversionen gemacht. Mehr war nicht drin. Als nächstes kommen wir zu unseren Herausforderungen. Als allererstes, wir hatten nicht alle Materialien, die wir brauchen. Zum Beispiel das da hinten, das sind sehr große Steckplatten, die hatten wir leider einfach nicht. Die gab es hier nicht. Und dazu gab es auch keine Sachen wie Lampen oder Knöpfe. Deswegen sind wir dann zu kleinteiligeren Sachen, also wie man sehen kann, sind die schon deutlich kleiner, übergegangen. Allerdings gab es das Problem, dass irgendwelche Displays sich nicht mit verschiedenen Microchips verbinden lassen, dass zu wenige Pins geteilt, die typischen Hardware-Probleme. Und im Endeffekt sind wir dann auf verschiedene Komponente gekommen. Die Komponente, die man hier sieht, ist ein Display, ein Dreier, also Raspberry Pi 3 und dreh mal um. Die Kabel sind farblich markiert, damit ein Anfänger schnell erkennt, was Ground, also ein Stromkabel, was alles verbindet ist und was die einzelnen Stromkabel sind, die die Knöpfe ansteuert. Ja, das ist nochmal die entsprechende Frontplatte in Nahaufnahme. Der geplante Steuerungslayout war, dass wir vier Knöpfe nehmen, welche als Steuerkreuz verwendet werden und einen fünften als Bestätigungsknopf und als zugrunde liegende Aussparung für das Sache haben wir das, naja, den Header von JugendHack genommen, das Alpaka. Wir haben unsere Software in Python programmiert und da haben wir halt in dem Fall jetzt den Raspberry Pi genommen, weil das halt sehr einfach theoretisch kompatibel damit ist. Als nächstes kommen wir jetzt noch zu den Funktionen. Hier könnte man noch einmal unser neuestes Layout sehen. Also man hat halt verschiedene Funktionen. Das ist das Neueste, aber man kann das hier auch in echt sehen. Und zwar ist in der Mitte einmal das Alpaka und hier oben ist halt der Lebenscount. Und wenn man halt keine Leben mehr hat, dann stirbt man, also stirbt das Alpaka nicht mal selber. Oder wenn man soziale Aktionen nicht macht. Deswegen haben wir zwei gebaut, weil sie müssen miteinander agieren, weil sonst sterben sie. Wir hatten doch... Wir hatten doch noch mehr, oder? Ich glaube, mein Laptop ist alle. Moment, mal. Also, ich mache jetzt einfach mal weiter. Unsere letztendliche Message ist, baut die Alpakichu-Farm auf, weil die ist sehr, sehr wichtig und nur wenn es halt genug davon gibt, kann man gut soziale Interaktionen machen. Und diese Alpakas brauchen natürlich Mate. Das ist eine Grundnahrungsmittel. Und Alpaka-Mate-Marken müssen wir vielleicht installieren, weil sonst wird es zu koffeinreich für das kleine Elektrotierchen. Die gibt's schon, die sind schon installiert. Allerdings, allerdings hat es leider nur drei anstatt vier wie wir. Lea ist nicht kaputt. Ein Applaus für Lea Nacki. Ihr habt also ein Alpaka-Gotchi gebaut. Wie viele verschiedene Namensvarianten hattet ihr davon dabei entwickelt? Ich erinnere mich, dass hier einige waren und wir uns alle nicht sicher waren, wie heißt das Projekt jetzt eigentlich? Also ich glaube, es gab insgesamt so 50. Wir sind immer ganz durchgegangen. Jeden Tag hat sich das so 30 Mal geändert und am Ende sind wir halt auf einen Namen gekommen, aber den verwechseln wir auch ganz oft mit anderen Namen. Aber so das Konzept ist immer ähnlich. Also es hieß mal Tokugotchi, dann Tomogotchi, dann Olympiochi oder so. Also ganz viele Namen, die wir irgendwie auf allen Skizzen unterschiedlich genannt haben. Aber das Grundkonzept ist immer gleich.
Und man kann es halt noch größer bauen und dann kann es halt noch mehr Menscheninklusivität schaffen beim Bauen. Ja. Applaus. Jugendhakt existiert nicht nur als eine solche Wochenendveranstaltung, wo also von Freitag bis Sonntagnachmittag viele Projekte entwickelt werden. Jugendhakt existiert auch in Form von den sogenannten Jugendhakt Labs. Die Jugendhakt Labs sind die Erweiterung unseres Eventformates, finden aktuell in 22 Städten in Deutschland statt und bieten ein regelmäßigeres Angebot. Dadurch, dass unsere Events nur einmal im Jahr sind und wir ja Menschen vernetzen wollen, ist einmal im Jahr sehr wenig. Wenn ich aber in eine Stadt gehen kann und an einem Wochenende, an einem Samstagnachmittag etwas Neues machen kann, dann ist so ein Lab genau das Richtige für mich. Unser Claim von Jugendhakt ist, mit Code die Welt verbessern. Aber wir haben nie definiert, was die Welt eigentlich genau ist. Und so hat sich die nächste Gruppe gedacht, die Endzone in Minecraft sieht so ein bisschen langweilig aus. Kann man die nicht anders gestalten? Applaus für die Gruppe Endium. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Präsentation von unserem Projekt Endiome. Erstellt von Theo, Toni, Jeremy, Moritz, Mika, Emil und Daniel. Unsere Motivation ist, die Enddimension war ziemlich langweilig und wir wollten halt die Welt dadurch verbessern, die Minecraft-Welt. Ja, also das End ist ziemlich langweilig, wie schon gesagt, und wir haben uns gedacht, dass wir es mit Hilfe von Strukturen, Biomen und neuen Erzen spannender gestalten. Ja, und wir haben sozusagen eine neue Dimension erstellt. Zu unseren Technologien. Das Programm, das wir benutzt haben, um Modelle und Texturen selber zu kreieren, heißt Blockbench. Das ist ein 3D-Programm, wo drauf man auf verschiedenen Objekten Texturen oder auch Vorlagen tun kann. Hier sieht man zum Beispiel ein Beispiel von einem Holzblock im Blockbench. Um dann am Ende die Mod zu erstellen, haben wir ein Tool namens MC Creator benutzt. Da konnte man visuell die ganzen Bausteine in eine Mod binden und dann die einzelnen Dinge anpassen, wie zum Beispiel die Texturen von dem einen Holzblock, der hier im Bild gezeigt wird. Drück mal Pfeiltast nach unten. Und man konnte auch aus vielen vordefinierten Dingen wählen, wie zum Beispiel für all unsere Blöcke haben wir selbstverständlich Block verwendet. Und ja. Genau, wie für die Dimension haben wir Minecraft Data Packs verwendet. Das haben wir getan, da diese leicht zu implementieren sind, ohne dass irgendwelche Mods gebraucht werden. Letztendlich mussten wir tatsächlich aber die eigentliche Mod mit den ganzen Blöcken halt, wie gesagt, als Mod benutzen, weil in Datapacks keine Blöcke hinzugefügt werden können. Und wir hatten zuletzt auch ein paar Probleme mit der Generation, der Dimension, die wir durch das Datapack hinzugefügt haben, wodurch die Blöcke nicht generieren konnten. Welche eigentlich gefixt werden könnten, aber wir hatten halt leider nicht mehr so viel Zeit. Also jetzt zeigen wir einmal die Blöcke, die wir schon geschafft haben zu erstellen. Und da auf der linken Seite von dem Haus und auf der rechten sieht man neue Blätter, die wir für die Bäume hinzugefügt haben, die eigentlich noch in die Dimension kommen sollen. In der Mitte sieht man die Tür, die wir auch noch aus dem Holz dann machen können und auch die Trapdoors daneben. In den Fenstern sieht man dann noch die Zäune, die wir da als Fenster benutzt haben.
Auf dem Boden sieht man die neuen Erze, die wir hinzugefügt haben, und noch einen neuen, und eine neue Grastextur fürs End. Da sieht man nochmal die Erze, wie sich nochmal ins Endstone besser einfügen. Und dann haben wir noch den Setzling für die Bäume hinzugefügt. Unsere Ausblicke für die Zukunft sind, dass wir neue Biome und passende Blöcke für diese Biome hinzufügen, eine neue Struktur hinzufügen, die man in diesem Biom finden kann, und einen neuen Boss in dieser Struktur. Ich möchte noch einmal was dazu sagen. Und zwar, wir hatten noch mehr Sachen hinzugefügt, noch am Ende, aber da gab es gerade noch technische Schwierigkeiten und deshalb konnten wir die jetzt noch nicht zeigen. Bleibt doch ganz kurz da. Das ist euer Applaus, da dürft ihr stehen bleiben. Ich habe noch eine Frage an euch auch. Warum ist das alles violett? Das ist alles violett, weil die meisten Monster und, also die Monster, es gibt viele Monster, die violett in dieser Dimension schon sind, und die Augen und die Pflanzen, die dort wachsen von den Monstern, sind auch alle violett. Und auch, wie gesagt, es gibt da nur zwei verschiedene Farben von Blöcken. Einmal halt dieses weiße, grau, weiß, gelbliche und halt noch violett. Und da haben wir uns halt gedacht, dass wir da einen passenden Block hinmachen, den es da eher weniger gibt, aber immer noch von den Farbtexturen vom End immer noch passt. Okay. Auch noch Textur-Updates, aber die haben dann irgendwie, also die hatten wir noch nicht ins Spiel gebracht. Ja, also es ist alles violett, weil die meisten Blöcke, wie zum Beispiel die Chorusfrucht oder die End City, sind halt alle so mehr violett bis leicht pink angehaucht. Und ja, genau. Da wollten wir ein bisschen bei dem Thema bleiben. Okay, vielen Dank. Während die nächste Gruppe aufbaut, darf ich euch erzählen, ohne wem Jugendhackt nicht möglich gewesen wäre. Und es ist eine ganze Liste an Namen und ich lese jetzt alle vor. Ambrose, Anne, André, Basti, Blindri, Edgar, Frey, Frieda, Jaden, Jamo, Janek, Julia, Kara, Lisa, Marc, Maxi, Nina, Paolo, Ki, Sophie, Sven, Thies, Timo, Wien und Yuki. So, das sind... Die haben den Applaus auch auf jeden Fall verdient. Die sitzen. Und Ines. Die haben den Applaus auf jeden Fall verdient. Sorry. Die haben das ganze Wochenende die ganzen coolen Projekte hier betreut und mit sehr viel Ausdauer hier Coden beigebracht, Pixeln beigebracht, Grafiken erklärt. Code gelesen und debuggt hoffentlich, und ich glaube Mathe beigebracht, habe ich gehört. Genau. Die nächste Gruppe hat sich mit der Vermeidung von Verschwendung beschäftigt. Save Food, Eat Food ist euer Name. Ihr dürft gerne anfangen. Boah, endlich zu Hause. Boah, endlich zu Hause. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde, aber ich habe noch so Hunger. Ich brauche noch irgendwas zu essen. Mal schauen, was ich da habe. Okay, warte mal. Das kann nicht sein. Ich guck noch mal. Es muss eigentlich was drin sein. Okay, ich habe so ein komisches Mehl, zwei Eier, Milch und eine Tomate. Okay, also erstens sind das richtig wenig Dinge. Zweitens, ich habe jetzt nicht mehr die Energie dafür, mir irgendwas auszudenken, was ich daraus kochen oder backen kann. Was mache ich jetzt? Da haben wir eine Lösung für. Und diese Lösung heißt Save Food, Eat Food, eben um Verschwendung zu reduzieren und die Bequemlichkeit zu erhöhen. Und sie wurde eben von uns gemacht, und zwar mir, Daniel, von Anna, Alexander und mir, Konrad. Kommen wir nun einmal, um die Idee nochmal zu zeigen. Grundlegend gibt man auf der eine Webseite, und dort gibt man erstmal
die Zutaten, die man gerade zu Hause hat, ein. Und basierend auf diesen Zutaten werden dann einem Rezepte mit diesen Zutaten vorgeschlagen, mit Anleitungen, wie man diese zubereiten kann. Diese Rezepte haben natürlich auch noch Zutaten, von denen man natürlich ein paar hat. Und falls man aber natürlich keine entsprechenden Zutaten hat, gibt es noch die Funktion, dass man sich ähnliche Zutaten heraussuchen lassen kann. Zum Beispiel, dass man zum Beispiel Zucker auch mit Honig ersetzen kann. Und das soll halt alles dafür da sein, dass man nicht Lebensmittel wegschmeißen muss, weil man sie jetzt einfach gerade einem einfällt dafür, wie man jetzt zubereiten kann. Um das alles auch gut umzusetzen, haben wir uns so ein schönes Kanban-Board erstellt, wo wir dann die einzelnen Aufgaben zugeteilt haben und auf so schöne Karten geschrieben haben. Wir haben uns auch in mehrere Teams lose eingeteilt, zum Teil die Datenbeschaffung, wie man die Rezepte bekommt, wie man die Webseite gestaltet oder auch wie man die Daten auswertet und verfügbar macht. Dann kommen wir zum Frontend. Da haben wir erstmal HTML, was wir benutzt haben, dann CSS und dann haben wir dazu noch Beluga, Bulma benutzt, aka Beluga bei uns in der Gruppe, weil ich das dauernd falsch ausgesprochen habe. Dann haben wir noch ein bisschen Struktur aufgebaut. Dann haben wir als nächstes unser Backend. Das haben wir auf PHP aufgebaut und SQLite. Dazu haben wir eine API benutzt namens TheMealDB. Daher haben wir unsere Daten ausgenommen und die dann in einer Datenbank gespeichert. Und dann damit halt haben wir hier auch ein ER-Diagramm, wo wir halt gezeigt ungefähr die Struktur aufgebaut haben. Und so konnten wir gut unser Backend bauen. Genau, außerdem haben wir für die Website auch einen Dark- und Light-Modus eingebaut. Also das bedeutet, je nachdem, was man in seinem Browser eingestellt hat, wird die Website auch entsprechend angepasst. Um mit dem Design weiterzumachen, wir brauchten natürlich auch ein Logo. Und das haben wir uns selbst erstellt, indem wir eben unseren schönen Schriftzug Eat Food, Save Food in Procreate eingefügt haben. Und dann haben wir unseren durchgestrichenen Mülleimer und unsere Nahrungsmittel, die wir daneben platziert haben, auch noch selbst gemacht. Kommen wir nun zu einer Live-Demo. Hier seht ihr unsere Seite. Genau, ich habe wie gesagt nur sehr wenige Sachen da. Ich glaube, wie kann ich die jetzt benutzen? Also erstmal gehen wir auf Rezepte und dort kannst du eingeben, was du alles zu Hause hast. Also ich glaube, ich hatte so ein komisches, spezielles Mehl da, eine Tomate, Eier und noch irgendwas. Ja, genau, Milch. Was kann ich damit jetzt machen? Jetzt kannst du auf Suchen drücken. Und unser Produkt findet jetzt perfekte Rezepte, die du damit machen kannst. Boah, okay, das erste sieht richtig lecker aus. Aber das Ding ist, ich habe, glaube ich, keinen Zucker mehr. Was kann ich jetzt machen? Jetzt kannst du auf Zucker raufklicken. Und dieses Tool zeigt dir direkt eine Alternative dazu, was du anstatt von Zucker in dieses Gericht reintun kannst. Ah, okay. Honig habe ich, glaube ich, noch da. Das sollte gehen. Und nun kannst du nach oben links klicken. So kommst du zurück auf die Homepage und auf der Homepage kannst du auch einzelne Alternativen finden für einzelne Produkte, die du nicht zu Hause hast. Sagen wir mal zum Beispiel Butter oder Milch. Lieber Milch. Lieber Milch? Ja, zum Beispiel für Butter haben wir Margarine, Kokosöl, Pflanzenöl, Apfelmus für Backwaren. Man hat es vielleicht auch mitgekriegt, die Zeit war ziemlich knapp während des gesamten Projektes. Deswegen haben wir jetzt auch noch mehrere Ideen, die wir nicht umsetzen konnten, aber die man vielleicht in der Zukunft ermöglichen könnte. Dazu zählen zum einen, dass man zu den einzelnen Zutaten oder Gerichten einen Gesundheitsscore anzeigt, um zu zeigen, wie gesund die sind, um halt auch bei einer ausgewogenen Ernährung zum Beispiel zu helfen. Es wurde außerdem auch noch Foodsharing vorgeschlagen, wenn man schon so eine Plattform hat, wo man, um Lebensmittelverschwendungen zu verhindern, kann man auch gleich das
mit anderen Leuten teilen und zum Beispiel Zutaten, die man selber nicht mehr braucht und wirklich nicht mehr verwenden kann, mit Leuten zu teilen, die es dann vielleicht mehr brauchen. Genau, außerdem würden wir gerne unsere Datenbanken noch mehr erweitern. Das bedeutet mehr Rezepte hinzufügen, damit man wirklich eine große Auswahl hat für alle möglichen Zutaten, die man da hat, beziehungsweise egal wie wenige man da hat. Außerdem auch gerne dann sozusagen noch mehr Ersatzprodukte, weil wir da auch noch mehr Recherche betreiben müssten. Außerdem hätten wir gerne eine Funktion, wo man eigene Rezepte hinzufügen kann. Das bedeutet, dass man die eben einträgt und dann sagen kann, okay, ich habe jetzt das und das da, kann ich damit eins meiner Lieblingsrezepte umsetzen. Außerdem wollen wir noch Vorschläge für zusätzliche passende Zutaten machen. Das bedeutet, man sagt zum Beispiel, okay, ich kann jetzt einen Auflauf machen und dann sieht die Seite, ah, du hast ja auch noch Brokkoli da. Der ist zwar eigentlich nicht im Rezept, aber würde bestimmt auch noch dazu passen. Und vielleicht läuft er irgendwie bald ab oder so. Und deswegen kann man den dann sozusagen noch benutzen und muss ihn nicht wegschmeißen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich brauche diese Webseite. Ihr habt ja jetzt extrem viele spannende Rezepte dabei gesehen. Habt ihr irgendetwas Interessantes, Neues gefunden, das ihr definitiv jetzt mal ausprobieren wollt? Also am Anfang haben wir gefunden, dass man Apfelkuchen mit Zwiebeln backen kann. So. Okay. Ich erinnere mich, ihr hattet sehr viele Zwiebelfotos zu Anfang. Dankeschön. Denn auch wir müssen Danke sagen. Natürlich, Jugendhackt funktioniert nicht ohne die MentorInnen, ohne die Teilnehmenden. Aber eine solche Veranstaltung kostet auch Geld. Ohne unsere PartnerInnen und FörderInnen wäre diese Veranstaltung nicht durchführbar. Zum einen gilt unser Dank dem Betehaus hier in Hamburg in der Schanze, unserer tollen Location, wo wir schon seit vielen Jahren jedes Jahr aufs Neue unsere Veranstaltung durchführen dürfen. Wir bedanken uns auch bei Hofgarten, die uns alle hier mit für einige wahrscheinlich lebensnotwendiger Mate versorgen. Außerdem sind wir gefördert vom Medienbildungsfonds der Stadt Hamburg, der Behörde für Schule und Berufsbildung. Wir sind gefördert von der Heidehof-Stiftung, der Hohmann-Stiftung und der Zeit-Stiftung Bucerius. Ohne diese Institution wäre es nicht möglich, diese Veranstaltung so durchzuführen, denn für die Teilnehmenden kostet die Teilnahme nichts. Sie werden 3 Tage voll verpflegt. Wir statten sie mit notwendiger Hardware aus bei Bedarf. Wir haben hier schon das erste Hardware-Projekt gesehen und das wollen wir auch gerne in Zukunft weiter so machen. Was uns immer wichtig ist, wir wollen die Welt ein bisschen besser machen. Wir führen Gesprächsrunden über Moral und Ethik. Und die nächste Gruppe hat sich gefragt, was passiert, wenn man eine Spielwelt mit einem ethischen System ausstattet? Herzlich willkommen, Minecraft-Ethik. Hallo? Hallo? Ja, wir sind das Team Minecraft-Ethik. Wir sind Lennart, Ferdinand, Lasse, Anna, ich bin Maxi und da hinten steht Rika. Ja. Unsere Idee war, ein Karma-System in Minecraft einzubauen, was Themen vom echten Leben in Minecraft darstellt, wie Themen Ethik und Umwelt. Umgesetzt haben wir das mit einem Ethikbalken, der als Punkteanzeige dient. Und die Punkte kann man verdienen, indem man gute Taten quasi vollbringt in dem Spiel, wie zum Beispiel Bäume pflanzen oder auch mit Menschen handeln. Und Minuspunkte für schlechte Taten, wie Tiere oder Menschen töten. Das ist ein Teil des Codes. Das ist jetzt mit Befehlen beschrieben. Es ist ein Datapack. Es zeigt jetzt eigentlich nur an, wie viele Ethikpunkte man hat. Die, Aus-
Die Auswirkungen von Ethikpunkten bekommen oder verlieren sind, wenn man Pluspunkte bekommt, bekommt man hilfreiche Effekte oder mehr Herzen. Und wenn man Minuspunkte bekommt, dann bekommt man halt schädliche Effekte oder weniger Herzen. Und das Ganze ist auch mit den Umweltveränderungen so. Also wenn man Pluspunkte bekommt, wird die Umwelt halt besser. Und wenn man Minuspunkte bekommt, wird sie schlechter. Dann kommen wir jetzt zu einer kurzen Live-Demo. Genau, hier oben sieht man jetzt schon direkt diesen Ethikbalken, der das Ethiklevel anzeigt. Erhöhen kann man den zum Beispiel, indem man mit diesen Dorfbewohnern Handel treibt. Das seht ihr jetzt einmal. Der kriegt Smaragde und gibt einem dafür Pfeile. Natürlich nur, um bösartige Kreaturen zu töten. Dann gibt es noch mehr Wege halt, um Ethikpunkte zu kriegen, wie zum Beispiel das Pflanzen von Bäumen, was ihr hier auch einmal kurz seht. Und genau, da könnt ihr auch immer auf dem Global Score da rechts sehen, dass sich auch die Zahl da erhöht. Genau, und noch ein anderer Weg, um Ethikpunkte zu kriegen, ist bösartige Kreaturen zu besiegen. Hier sind das jetzt Zombies. Und dadurch ist jetzt das Ethiklevel gestiegen und wir haben einen positiven Effekt bekommen, in dem Fall Stärke. Damit machen wir mehr Schaden. Natürlich auch wieder nur gegen bösartige Kreaturen. Und wenn wir dann ein noch höheres Level erreichen, sollten die Zombies quasi direkt aus der Welt teleportiert werden. Und das ist halt dazu da, dass man einfach einen Vorteil dadurch hat, dass man keine Gegner mehr quasi hat, die einen gefährden könnten. So, jetzt nicht nachmachen, das ist nur zu Demonstrationszwecken, wie man Ethikpunkte verlieren kann. Du bist so, genau, dadurch verliert man jetzt ein paar Ethikpunkte und ja, so funktioniert das Ganze. Ja. Jetzt seht ihr ein paar Designs, die wir hinzugefügt haben oder einfach nur verändert haben. Am Anfang kommen Designs, die, wenn man gute Sachen macht, dazukommen und danach kommen Sachen, die schlecht sind. Und hier seht ihr nochmal die Animation von dem Schmetterling. Da es in Minecraft eigentlich keine Schmetterlinge gibt, mussten wir die auch noch selbst hinzufügen. Also hier sieht man das Modell, was wir am Anfang sozusagen gemacht haben. Dann haben wir es sozusagen unterschiedlich angemalt und haben echte Schmetterlinge als Referenz benutzt. Also hier sieht man jetzt auch einen Teil der Animation und viele von uns haben mit diesem Projekt gelernt, wie man halt mit diesem Programm Blockbench Modelle erstellt und zum Beispiel auch animiert. Und hier ist noch ein Minecraft-Lama. Unsere Probleme waren, dass wir am Anfang ein Modpack geplant hatten, aber nicht genug Kenntnisse über Java oder C# hatten. Und deswegen brauchten wir eine Alternativlösung. Und unsere Alternativlösung war, ein Datapack zu programmieren mit Commands und Texturenpakete. Jetzt kommen wir zu den Ideen für die Zukunft. Das wäre zum einen, die Texturepacks noch in dem Datapack mit zu integrieren. Und dass es sich auch wechselt, je nachdem, wie viel Ethik man hat. Und dass, wenn man gar keine Ethik mehr hat, also 0, dann wird die Leiste oben rot, dann ist dann ein Boss erscheint. Das wäre dann halt noch die zukünftige Idee. Sehr, sehr cool. Ich gehe davon aus, ihr kanntet Minecraft vorher schon. Aber was habt ihr denn Neues über Minecraft gelernt? Hallo? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, Datapacks zu programmieren. Also das ist sozusagen eine Erweiterung, eine einfache Erweiterung. Ja, ich habe gesehen, ein paar von uns haben auch Blockbench gelernt.
Und Scoreboard-Befehle haben auch viele verstanden. Execute-Befehl, das ist auch ein sehr komplizierter Command, mit dem man aber sehr viel machen kann, haben auch sehr viele gelernt. Ja. Sehr cool, vielen Dank. Dann darf gerne die nächste Gruppe anfangen aufzubauen. Während ich euch erzähle, wir haben uns vergessen vorzustellen. Es war sehr selbstverständlich, dass wir wissen, wer wir sind und dass die Jugendlichen wissen, wer wir sind. Aber ich bin Anna, das ist Hanno. Außerdem haben wir hier von in Jugendhackt Hamburg in unserem Team noch Anne, Birte, Paolo, Torben, Alex und Rieke. Die nächste Gruppe ist unser zweites Hardware-Projekt und das sah gestern noch nicht so aus. Das heißt, ich bin auch schon sehr gespannt, was da noch dazugekommen ist über Nacht. Ja, hallo. Wir sind die Gruppe Glass Gimbal und unser Projekt war, einfach nur wir sind die Gruppe Glass Gimbal von Vindia. Und mir, Leopold. Unsere Idee war, einen Stabilisator für ein Glas zu bilden, indem wir damit zum Beispiel, falls wir Fahrrad fahren oder Zug fahren, dass das Glas dann nicht auskippt und dann die ganze Verschwendung, also das Geld dann nur fürs Getränk ausgegeben wird, weil es verschwendet wurde. Wir haben das, die Idee haben wir mit dem 3D-Drucker-Gehäuse umgestellt und haben das dann noch mit einer Arduino Plattform und mit ein paar Sendern zur Neigung gemessen, also damit das die Neigung misst, in welche Richtung das ist. Und die Zusammenarbeit hat sich als ein bisschen besonders herausgestellt, dadurch, dass wir nur zu zweit waren und aber vier Mentoren hatten im Endeffekt, war das eine witzige Konstellation. Hat aber Spaß gemacht, das so umzusetzen und es war auch schön, so viel Hilfe zu bekommen und eigentlich immer einen zu haben, der weiß, was, wie man das jetzt löst. Die Modelle für unser Projekt habe ich in Blender erstellt und dort auch bearbeitet und zusammengefügt. Dann habe ich sie in einem Slicer so bearbeitet noch, dass sie nicht zu lange brauchen für den Druck und im Endeffekt auch 3D gedruckt, sodass wir sie jetzt hier vor uns haben. Das ist ein 3D-Drucker. Ja, also hier sieht man dann auf jeden Fall die Motoren, die wir zusammengeklebt haben. Das war eine sehr harte Arbeit, weil das Kleben relativ lang gebraucht hat, bis sich das richtig aushärtet. Wir hatten das nämlich abgesperrt, damit der Tisch nicht wackelt und dann es schräg aufgebaut wird. Ja, ich habe mich auf jeden Fall mit der Arduino-Platte beschäftigt, mit der ganzen Verkabelung, wer was wohin gehört, welche Motoren mit welchen Steuerungen und alles auf der Arduino-Platte zu tun hat. Diesen Code habe ich zusammen mit dem Mentor Maxi zusammengeschrieben, welche Funktionen die Motoren jeweils haben. Und das war auf jeden Fall sehr anstrengend und wir hatten auf jeden Fall sehr viel nebenbei noch Matheunterricht gehabt, wo wir dann die ganzen Wurzeln, Winkeln und so alles rausgemessen haben. Ja, und auf jeden Fall hier im Live sieht man dann auf jeden Fall, wie das zusammengebaut ist. Wir haben das jetzt mit einer kleinen Pflanze dort gesehen. Wie ihr seht, dreht Leopold jetzt gerade an dem Brett rum und je nachdem, in welche Richtung er das jetzt dreht, stabilisiert sich jetzt das obere Teil gerade, damit halt das Glas, damit die Pflanze halt nicht rauskippt. Und war sehr toll, auf jeden Fall. Wir wollen auch noch unseren Mentoren danken. Einmal Marc und Maxi, die die ganze Zeit bei uns waren und uns mit jeglichen Problemen unterstützt haben. Und auch Sven, der beim 3D-Druck und auch bei
Ideen, wie man denn das Modell noch anders gestalten könnte, sehr hilfreich war. Und Blinry, der uns bei mathematischen Problemen zur Hilfe stand. Ein Satz, den man wirklich auch nur bei Jugendhack hört, ist: Dann haben wir mal eben lineare Algebra gelernt, innerhalb von 2 Stunden. Ihr habt da noch so 3D-Drucksachen stehen. Wollt ihr noch ganz kurz was dazu sagen? Ja, also das, was man auf jeden Fall hier vorne sieht, das sind ein bisschen fehlgeschlagene Fehldrucks. Wir hatten am Anfang ein bisschen falsche Maßen hingestellt, also mit der Plattform Blender ein bisschen falsche Modelle aufgebaut, hatten dann mehrere Versuche, das richtig zu organisieren, bis sich dann am Ende sowas halt herausstellt. Es waren auf jeden Fall sehr viele Projekte, also Objekte, die man drucken musste. Und das war auf jeden Fall sehr anstrengend und toll. Sehr cool. Freut mich auch, dass es euch gefallen hat. Ich hatte ja eben schon den FörderInnen gedankt, die uns dieses Jahr finanziert haben. Wir möchten natürlich auch nächstes Jahr wieder einen Jugendtakt in Hamburg 2025 ausrichten können. Von daher hier auch der Aufruf an alle: Geht zu euren Arbeitgebern, gerade denen, die in der IT in Hamburg tätig sind, und sagt: Hier sitzt der Nachwuchs, die tolle Sachen realisieren können, und motiviert die, für uns Sponsoring zu machen. Wir haben da hinten noch eine kleine Spendenbox aufgestellt, damit wir auch im nächsten Jahr wieder ein tolles Jugendtakt realisieren können. Das letzte Projekt hat sich mit einem Evergreen der Jugendtaktprojekte befasst, der Deutschen Bahn. Und konkret ging es darum, wie kann man Zuginformationen besonders einfach abrufen. Herzlich willkommen, Transtravel. Machst du mir das noch? Werde ich reden? Halt das Lebenslicht. Hallo, willkommen zu Trans Travel. Trans Travels are human travels. Ich glaube, die Slogan-Ableitung ist erkennbar. Das ganze Projekt wurde von Lucy und mir umgesetzt für Jugendtakt 24 Hamburg. Das Problem machst du? Wenn man so eine Reise unbedingt jetzt beginnen möchte, da fängt man eigentlich als erstes irgendwie so an: Ich möchte jetzt mit dem Zug fahren. Gehen wir dann jetzt mal auf der Webseite der Deutschen Bahn. Fangen wir erstmal an. Wir haben noch so ein Grundproblem mit: Ich will eigentlich bloß Informationen haben und eigentlich nicht so richtig wissen, was für Vorteile ich mit einer Bahncard habe oder welchen Genuss ich jetzt in Südtirol erleben kann. Also will ich zu dem Punkt nicht wissen. Es kommt dann natürlich noch überfordernder, wenn man dann natürlich da noch eine Anfrage stellt, dass man von Altona nach Bielefeld möchte. Keine Ahnung, wer da hin will, gibt's ja eigentlich nicht. Auf jeden Fall sind dann solche Punkte wie Prognosen, die man zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht so bräuchte. Dann übergebe ich mal kurz an dich wieder. Und wir haben jetzt versucht, das ganze Problem anzugehen. Und wir wollten ein Navigationssystem für den öffentlichen Verkehr machen. Und das ganze Terminal-basiert, damit wir möglichst wenig Informationen haben. Und wir wollten auf Bilder, Karikaturen und anderes verzichten und die Ladezeiten möglichst gering halten, indem wir halt so wenig wie möglich Daten laden tatsächlich. Und wir wollten das Ganze schön benutzerfreundlich machen, indem es eine reine Textergabe ist, die man potenziell auch noch über Text-to-Speech sogar blindenfreundlich machen könnte in der Zukunft. So, für das ganze Projekt haben wir Nix zum Paketmanagement benutzt und halt eine Entwicklungsumgebung zu haben, um halt Kotlin dann halt zu ausführbaren Code bzw. zu maschinenverständlichen Code umzuwandeln, brauchen wir dann nochmal Gradle. Und als REST-API, also für die Datenbeschaffung, haben wir transport.rest genutzt.
Wir sind auf verschiedene Herausforderungen gestoßen, wie zum Beispiel Gradle, also das Tool, was eben beschrieben wurde. Das hat uns am Anfang recht viel Mühe und Arbeit gekostet, damit es das auch wirklich tut, was wir wollen und nicht, was es will. Selbiges geht auch für die Entwicklungsumgebung und das SSO. Das hatte zumindest bei mir ein bisschen Probleme gemacht, bis wir dann tatsächlich am Ende anfangen konnten zu entwickeln. Das hat uns recht viel Zeit gekostet, leider. Durch die Umgebungslautstärke konnten wir auch nicht so gut das tun, was wir wollten. Das hat sich dann am Ende mit kleineren Räumen dann auch gelöst bekommen. Wir hatten auch ein paar Kommunikationsschwierigkeiten, das haben wir dann auch gelöst bekommen und wir kamen dann letzten Endes tatsächlich zum erfolgreichen und zumindest zum schnellen Entwickeln. Kommen wir jetzt zur Live-Demo und wir hoffen jetzt, dass genau das, was hier präsentiert wird, nicht passiert, dass wir keinen Runtime-Error kriegen und alles flüssig läuft. Gut, das Ganze beginnt erstmal mit Hallo, willkommen zu unserem terminalbasierten Navigationssystem TransTravel. Bitte gib deine erste Station ein und wo du los und dann können wir schon losfahren. Wir beginnen jetzt einmal mit Tilburg als unsere erste Station. Der hat jetzt erstmal Dieburg gefunden, das reicht jetzt für Demonstrationszwecke völligst. Und jetzt fragt er uns noch nach unserem Zielbahnhof und dafür nehmen wir Milano. Gut, die tatsächliche Anzeige des Ganzen haben wir da jetzt nicht weiter geschafft, aber wir bekommen die fertigen Daten schon. Da sind dann solche Sachen drin wie die tatsächlichen Bahnhöfe nochmal, und wann es losgeht, wann man ankommt, im Idealfall zumindest, man weiß bei der Deutschen Bahn nie. Und noch welche Zugstationen, Umsteigemöglichkeiten ist da alles mit enthalten. Die Daten haben wir jetzt noch nicht geschafft, ML anzuzeigen, dafür uns leider die Zeit gereicht. Kommen wir noch einmal zu Ausblick und offenen Punkten, wo zumindest die Folie erstmal ebenso unfertig ist. Wir wollten das eigentlich den letzten Teil noch fertig machen. Wir wollten noch Zwischenstationen eingeben, was wir leider auch zeitlich nicht mehr geschafft haben. Sowie das Ganze auf mehr Terminal-Commands machen, wie zum Beispiel CD, wenn ihr den schon mal gehört habt, dass man zum Beispiel einen Order eingehen könnte und das direkt im Terminal machen sollte und nicht wie hier in einer eigenen Applikation. Und wir wollten noch Suchfilter eingeben, wie zum Beispiel, was nur fürs Deutschland-Ticket möglich ist, aber wo die Zeit halt hinfliegt. Ja, das war's zu unserer Präsentation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und passenderweise, was man gerade zum Glück im Stream nicht hört, fährt mal wieder ein Zug hier vorbei, der auch immer wieder schön für die Lautstärke und Störung im Betriebsablauf von Jugendhack dafür sorgt. Denn das Betahaus liegt gerade an einer ICE-Strecke und hier fahren im 5-Minuten-Takt oder so immer wieder Züge vorbei. Perfekt, ich glaube, das war unsere letzte Gruppe. Jetzt muss ich die richtige Oder, Folie finden. Die richtige Folie finden. Perfekt. Ich gehe in die Sehr falsche schön. Richtung. Vielen Dank. Ha. Das Event in Zahlen, Jugendhack, ist jetzt vorbei, fast. Wir waren insgesamt 36 Teilnehmerinnen, 7 Projekte, 20 Mentorinnen, 8 Leute im Orga-Team, 5 Helferinnen, 5 Kästen Mate und eine Box voll Eis. Damit ist es jetzt eigentlich Zeit, dass wir uns vom Livestream verabschieden. Wir hoffen, dass wir uns alle 2025 zum 10. Jugendtakt in Hamburg alle wiedersehen und bis dahin einen schönen Restsonntag.